Hallo, mein Name ist Horst Eckert, ich bin Krimi-Autor und zeige Ihnen jetzt die Schauplätze meines neuen Romans Schwarzlicht. Ich liebe es, über diese Brücke zu fahren. Das Panorama erzählt so viel über die Stadt. Düsseldorf ist toll für mich als Autor. Es beinhaltet alle möglichen sozialen Milieus, vom Drogenmilieu bis hin zur Landesregierung. Und überall kann sich Verbrechen abspielen. Ein wunderbarer Ort für einen Krimi-Autor. Wir stehen hier vor dem Polizeipräsidium. In meinen Romanen nenne ich es die Festung, weil es sieht so abweisend und unwirtlich aus. Und hier arbeitet Vincent Fey, meine neue Hauptfigur, und seine Kollegen. Ich bin hier immer wieder, um zu recherchieren und lasse mir dann verschiedene Arbeitsbereiche zeigen und erklären und mitzuerleben, was die realen Polizisten so erleben. Dieses hölzerne, klappernde Ding, der Paternoster im Präsidium, ist denkmalgeschützt. Ich stelle mir gerne vor, wie da Vincent Fey den Paternoster betritt und mit ihm springt auch einer in die Kabine und er muss dann ein paar Sekunden mit ihm verbringen, obwohl er den gar nicht leiden kann. Das ist die Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen, ein wichtiger Schauplatz von Schwarzlicht, denn kein geringerer als der Ministerpräsident wird in dem Roman ermordet. Und Sie sehen das Gläserne, die gläserne Fassade. Das soll so ein bisschen die Transparenz ausstrahlen, die moderne Politik heutzutage haben soll. Natürlich wissen wir alle, mit der Transparenz ist es nicht immer weit bestellt. Letzte Station, der Medienhafen. Hier wird die Leiche gefunden. Für meinen Kommissar Vincent Fey ist diese schicke Gegend eher ein bisschen suspekt. Er kann sich noch erinnern, wie das alles hier Industriegebiet war. Aber ich mag das ganz gerne, was hier gebaut wurde. Und ich trinke hier auch ganz gerne mal meinen Kaffee.